Ende-Server feiert sein Vierjähriges, wie man schon anhand der Lobby erkennen kann. Ihr seht also, die Leute mögen mich auf jeden Fall. Können wir einmal hier hoch und dann haben wir hier eine 12 von 30 Spieler-Lobby. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute sind wir auf dem Minesucht.net Server, denn der Server feiert sein Vierjähriges, wie man schon anhand der Lobby erkennen kann. Danke, dass du meine Aufnahme kaputt machst, du sehr freundliche Maschinenkiste. Zur Seite mit dir. Die Lobby ist dementsprechend geschmückt, das verteilt sich hier über die ganze Lobby. Falls ihr fragt, nein, ich habe nicht schmücken geholfen, weil ich habe keine Ahnung von meinem Suchtgeburtstag gehabt. Jetzt weiß ich es. Nächstes Jahr weiß ich es wahrscheinlich wieder nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt den 9.9. Ihr werdet das Video hier jetzt am Freitag sehen. Danke, Teddybär. Hä? Ja, ja, ne? Ihr seht also, die Leute mögen mich auf jeden Fall voll total hier. Ich weiß schon, wer das ist, weil es ist immer der gleiche und das ist richtig auffällig. Also, das ist ja der abscheuliche No Front. Oh Mann, ich werde geschlagen. Ich weiß überhaupt nicht, wer das sein könnte. Erstmal Kuchen essen, aber ist mir doch scheißegal. Ich kann hier eh nicht sterben, du Depp. Oh scheiße, mir fällt gerade auf, dass ich den Forumbeitrag zugemacht habe. Egal! Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal weiter. Und zwar haben wir in der Lobby auch ein kleines Event zu jeder Stunde. Ob es immer genau um sein muss, weiß ich nicht. Aber ihr seht schon am Spawn hier die Raketen. Die düsen auf jeden Fall ab. Und in jeder Stunde werden Screens, also im Screen, also in eurem halt normalen Minecraft-Bildschirm, werden hier Koordinaten gepostet. Ihr müsst zu den Koordinaten hin und dann einfach F3, geht ihr zu den Koordinaten, die gepostet werden, und dann findet ihr dort eine Coin-Bombe. Die Coins hier sieht man auch im Dashboard. Also ich raste gleich aus. Geh mich jetzt hier echt gleich beschweren im Support. Ich werde hier vom Supporter gemobbt. Ab in Knast. Vorhin hat er noch gefragt, dass er auch mein Video will. Also jetzt sehe ich überhaupt keinen Grund mehr. Belästigst du wieder die Nachbarn? So, dann machen wir den 31er-Move. Auf Wiedersehen. Hier ist ebenfalls an den Spielmodus alles schön Ich rast aus. Woher weiß der? Ach, Lotka, portet der sich zu mir. Ich möchte, dass die Supporter TP-Rechte verlieren. Wir gehen dann einmal zum neuen Modus. Und zwar ist das die Kuchenschlacht. Wir tun hier einmal spawnen. Das Ganze ist hier... Wo ist das eigentlich? Okay, hinter Bad Wars beim Riesenrad. Dort können wir einmal hier hoch. Und dann haben wir hier eine 12 von 30 Spieler-Lobby. Warum es nur 30 Slots hat, das weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt hier auf dem Event-Server. Der Modus läuft jetzt 2 Wochen bis zum 23. September. Und das Ganze heißt Kuchenschlacht. Und wer hat's geahnt, hier muss man mit Kuchen um sich werfen, weil wir Lebensmittelverschwender sind. Hier auf dem ersten Slot könnt ihr euch die Kanonen auswählen. Ihr müsst Coins sammeln, indem ihr andere Leute mit Kuchen abschmeißt. Hier habt ihr eure Kanonen, eure Kuchenkanonen. Standard ist natürlich Level 1. Dann könnt ihr euch mit 10 Coins Level 2, 3, 4 und 5. 5 ist schon extrem krass, aber ich glaube, dazu muss man erstmal 25 Leute killen. Und wenn man wieder rejoint, sind die Coins auch weg, wie ich gerade sehe, weil ich habe das Spiel schon aufgenommen und weil ich so ein Profi bin, war mein Mikro so leise. Ihr habt 1 bis 2 Sekunden Schutzzeit. Das lief natürlich super ab. Oh, MC XILEF. Ich weiß, dass ein Zuschauer ist, deswegen spreche ich das extra falsch aus. Spaß, ich weiß überhaupt nicht, wie es ausgesprochen wird. Und zack, ihr müsst dann halt mit Rechtsklick oder wo ihr das eingestellt habt, mit der Kanone natürlich in der Hand, den Kuchen werfen. Ihr habt, wenn ihr spawnt, 1 oder 2 Sekunden Schutzzeit. Wenn ihr runterspringt, dann werdet ihr an einem zu... fälligen Platz gespawnt. Der war jetzt hier ein bisschen ungünstig gewählt.
Und ihr denkt jetzt, ist ja langweilig. Ich brauche Moneten. Bitte hier einmal unterschreiben. Kostet nur 50 Euro im Monat. Dankeschön. Auf dem 5. Slot haben wir die Statistiken. Oh, ich bin ja hier voll krass am Flex mit meinem Deutsch. Hier sehen wir die Top 10 Spieler. Der erste ist jetzt mit 1372 und der letzte mit 402. Das sind nur die Top 10. Die interessieren uns an sich nicht so, aber die Top 3, die interessieren uns. Denn die erhalten eine Belohnung nach Vollendung des Events. Das ist dann wahrscheinlich der darauffolgende Tag, der 24. Dort werden die Gewinne an die Teilnehmer abgesendet. Und zwar erhalten Top 3. Hier einmal zum Beispiel der Real Michi TV. Der würde jetzt eine Legend Chest erhalten. Platz 2 Deutliche würde jetzt 2 Legend Chests erhalten. Und Platz 1... zeige ich extra nicht auf, weil ich habe es schon beim ersten Mal falsch gesagt, würde jetzt einen 25 Euro Shop-Gutschein, den man auf shop.meinsucht.net logischerweise einlösen kann, gewinnen. Damit könnt ihr euch zum Beispiel, falls ihr noch gar keinen Rang habt, könnt ihr euch hier zum Beispiel einen Emerald-Rang kaufen und dazu noch eine Master-Chest, kostet die 5 Euro, ich habe keine Ahnung. Aber ihr könnt auch den zum Beispiel Diamond-Rang kaufen und dann müsst ihr nur noch 5 Euro zahlen, glaube ich, der kostet 30, dann müsst ihr nur noch 5 Euro zahlen, wenn es so sein sollte, und dann habt ihr auch schon Rang für 5 Euro gekauft, das doch mal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht, nein, wir sehen uns wahrscheinlich nicht auf dem Server, weil ich gerade nicht so oft online bin. Und zack, erstmal die Ehre genommen, dann die danke, dass es nicht funktioniert. Dann erstmal noch die Vorort genommen, weil das Teil hier auf dem 9. Slot nicht funktioniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag um 15 Uhr, wie gewohnt, in aller Frische. Haut rein und ciao, Leute!